Hallo und herzlich willkommen zum Itemshopwatch bei guildnews.de. Mein Name ist Eklis und ich stelle euch heute das Drachenemblem-Kleidungsset vor. Im Englischen Dragon Emblem Clothing Outfit. Ihr könnt es nicht kaufen, ihr könnt es nicht in der Schwarzlöwentruhe bekommen. Ihr bekommt das nur über Gewinnspiele und Giveaways von ArenaNet und seinen Partnern. Und es hat vier Farbkanäle. Das stimmt nicht ganz, es hat drei Farbkanäle. Es ist aber mit vier ausgezeichnet. Der vierte macht nichts. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. So sieht das Ganze aus. Der macht nichts. Der färbt nichts dergleichen grün ein. Laut Wiki ist das ein Bug. Scheinbar ist das nicht kodiert. So sieht das ein Outfit im Übrigen im Original aus. Ihr werdet bestimmt ein paar Spieler damit schon gesehen haben. Das gab es ursprünglich nur als T-Shirt. Das heißt, der untere Teil war gar nicht da. Das war ein T-Shirt wie das Metal Legion T-Shirt. Ja. Nachträglich kam dann dieses Kleidungsset raus. Das ursprüngliche T-Shirt kann man in einen Trank verwandeln, nachdem das Outfit-System ein wenig überarbeitet wurde mit der Stadtkleidung. So, schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe kurz an, was die ganzen Farbkanäle machen. Also, ihr kennt mich ja hier, meine Windows-Farben. Also, der obere linke Kanal macht hier den Großteil der Stiefel und die Hose ist einfärbbar. Der Kanal unten drunter, die Riemen der Tasche sowie den Gürtel und hier unten die Gürtelschnallen. Das sieht man in der Vorschau jetzt ein bisschen schlecht. Ich zeige es euch gleich in. Und rot sind die Tasche und die Applikationen hier an der Seite. Jo, bitte sehr. Grüne Schnallen. Das sieht man auch mal wieder grandios. So sieht das ganze Kleidungsset gefärbt aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Kleidungsset habt. Ob ihr vielleicht sogar das Original habt. Nur das T-Shirt. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken.